Leute, ja, wie ihr seht, ich bin gerade dabei, eine Tauschpost zu packen, aber ich wollte vorher mal meine selbstgemachten Sachen abfilmen. Also ich habe, mir ist das jetzt gerade eben erst eingefallen, ich habe hier schon vorbereitet so ein bisschen Naschi und da habe ich halt noch eine Notiz hingeschrieben. Ist ja ganz klar, hier ein bisschen Badesalz. Hier habe ich Umschläge selbst gemacht, da sind Stempel und Stanzteile drin. Dann habe ich diesen Umschlag noch selbst gemacht und da sind Stempelabdrücke drin. Die Rosetten habe ich mal von Sunny Smash, die habe ich jetzt nicht selbst gemacht, aber ja, die sind ja zum Verwenden da. Und liebe Sunny Smash, vielen Dank nochmal, ich finde die wunderschön und ich benutze die echt nur für besondere Anlässe. Hier drin habe ich gemischtes Papier, dann habe ich hier auch noch ein paar Pizzakartons eingepackt, weil die kann man super verzieren. Und diese Box hier, die habe ich ja mal in einem YouTube-Tutorial gezeigt. Das ist so ein Fertigset, was man machen kann. Und da sind so drei unterschiedliche Fächerchen drin und da sind Charms drin. Nur mal so zur Info. Eigentlich wollte ich nur meine selbstgemachten Dinge zeigen. Aber so kann ich auch meine Tauschpost abfilmen. Ja, mein überfüllter Mülleimer. Ja, ich trenne auch den Müll, aber immer erst, wenn er voll ist. So, hier liegen noch ein paar andere Sachen, die ich mit reinpacke. Ich wollte aber mal meine selbstgemachten Sachen zeigen. Und zwar habe ich einmal diese Pizzabox. Das ist so eine Pizzabox. Die habe ich ja nur ein bisschen beklebt, ein paar Aufkleber und eine Karte hier. Das ist ein bisschen 3D-mäßig. Ich habe es nicht so mit dieser Volldeko. Ich habe da irgendwie kein Händchen für, ne? Also manche, die dekorieren das ja so wunderschön. Ich habe da echt kein Händchen für. So, und dann zeige ich euch meine selbstgemachten Sachen. Hier habe ich auch nochmal Stempelabdrücke. Die habe ich mit meinem Plotter dann ausgeschnitten mit der Pixscan-Matte. Fand ich eigentlich eine ganz coole Idee, weil sie Abdrücke wollte. Dann habe ich hier in diesem Säckchen, da habe ich ihr ein paar von meinen Wachsmelz reingetan. Hier, schaut, Alice im Wunderland. Und hier ist noch ein Alice im Wunderland. Habe ich mit Alkoholmarkern dann angemalt. Hier ist zum Beispiel auch eine Ratte. Ja, achtet nicht auf die Fingernägel. Die Halloween-Fingernägel, die mache ich heute Abend noch. Ja, hier ist zum Beispiel auch ein Tentakel. Also da sind ganz viele verschiedene bei. Ich wollte mal gerade gucken, wo der dritte Alice im Wunderland ist. Hier ist noch ein Füchschen. Aber ich hatte auch einen dritten. Wo ist jetzt der dritte? Blume des Lebens. Hier ist der dritte. Das ist dann dieser weiße Hase. Ja, wie gesagt, ein paar Wachsmelz, die muss man ja nicht sofort aufs Papier drücken. Ich meine, dafür sind sie eigentlich gemacht, aber wenn man hier jetzt doppelseitiges Klebeband drunter macht, hat man da halt eine schöne Verzierung. Dann habe ich hier einen Kellnerblock gemacht. Ich packe hier auch noch Kellnerblöcke dabei, damit sie es selbst machen kann. Hier habe ich jetzt extra nichts dekoriert, weil man es vielleicht in die Hosentasche steckt. Oder das kann sie sich halt auch noch selbst dekorieren. Hier ist ein Brett. Ja, und wenn man es halt aufwickelt, sie kann natürlich die Schnur auch noch sich kürzer machen. Dann ist hier einfach ein Kellnerblock drin, gell? Ich sehe die erste Seite, die muss ich abmachen, weil die durchs Basteln dreckig geworden ist. Ja, wie gesagt, kann sie sich auch noch selbst verzieren. Das sollte halt nur so eine Anregung sein, was man eben so machen kann. So, dann habe ich ihr auch so ein Washi-Tape-Täschchen gemacht. Sie hat gesagt, sie mag Pastelltöne und Türkis. Ich hoffe, damit habe ich ihren Geschmack getroffen. Aufmachen mit einem Snap, mit einem Druckknopf. Ja, und hier sind nochmal ein paar Stanzteile bei, und zwar für Boxen. Und hier hauptsächlich für kleine Pillowboxen habe ich ihr mal ausgestanzt. Ist ja eigentlich auch selbst gemacht, wenn man so will, ne? So, und jetzt mein absolutes Highlight ist das hier. Und das ist so ein Mini-Goodie-Flipbook. Also hier sind ein paar Sticker drin. Das ist so ein Täschchen. Hier ist so ein bisschen verziert. Und dann macht man es auf mit einem Klettverschluss. Manchmal löst sich das Washi-Tape. Ich habe extra schon mit Kleber noch nachgearbeitet. Also ganz lösen tut sich's nicht, aber an den Ecken halt. Ja, dann hat man hier ein Täschchen. Da habe ich ein paar Text drin. Hier oben ist aber auch nochmal ein Täschchen. Hier ist eine Banderole mit ein paar Stickern. Und ja, hier ist noch ein Täschchen und hier ist ein Täschchen. Und das habe ich auch, die Umschläge habe ich auch mit meinem MLO Punchboard selbst gemacht. Und dann halt, ja, man sieht es jetzt nicht, hier ist ja dieses Dreieck. Und dann einfach so aneinander geklebt. Hier ist ja noch das Dreieck als Zumachding. Ja, und von hinten sieht es
so aus. Fand ich oder finde ich richtig toll. Allein deswegen wollte ich das Video machen, weil ich es einfach, ja, ich bin da, darf man das sagen? Ich bin da echt stolz drauf, weil mir gelingt Basteln eigentlich nie. Und bei dieser Tauschpost, das finde ich, ist alles super schön. Auch die Box super schön. Und ja, sie hat mir eine riesen Goodie-Box. Also ich rede jetzt von der Christine, habe ich auch das Video hochgeladen. Sie hat mir eine riesige Goodie-Box gebastelt. Die war wunderschön, aber das kann ich leider nicht toppen. Ich habe probiert mit einem Karton und das ist Mist geworden. Da habe ich es weggeworfen und ja, ich habe jetzt nur so eine kleine Goodie-Box gemacht. Ich habe aber hier die Banderole selbst gemacht, die Schleifchen selbst gemacht. Nur ein bisschen dekoriert, weil sie mag türkis und unauffällig. Deswegen habe ich es auch recht schlicht gehalten. Ja, und jetzt ist mir ein Fehler passiert. Die lässt sich sehr schlecht schließen, weil ich habe hier noch mit Foam Tape auch noch was reingeklebt. Und das drückt halt so ein bisschen. Also sie geht zu, man muss nur ein bisschen mehr Kraft haben. Ja, und ich finde das ultra schön. Und in der Goodie-Box habe ich auch selbstgemachte Sachen. Hier habe ich noch von dieser, ja, hier was auf dem Vordergrund ist, von dieser Wimpelkette habe ich hier reingetan. Ja, natürlich ein bisschen Deko. Hier sind noch Metallteile. Hier ein bisschen allerlei. Dann habe ich ihr hier so Windräder selbst gemacht und drei Blümchen, die sie sich selbst machen kann. Ich blicke da nicht durch, wie man diese Blumen macht. Eigentlich wollte ich die verwenden, um die drauf zu kleben, aber ich, wie gesagt, ich blicke da nicht durch. Hier sind noch mal Windräderchen. Alles mal wieder gerade einpacken. So, und hier unten, das ist das Bommelband vom Action in Weiß. Das habe ich mit meinen Darren Ducks, nee, nicht Darren, mit meinen Dilution Ink Sprays eingesprüht und jetzt ist es Regenbogen. Und ja, ihr kennt mich, ich bin Regenbogen, also ich liebe Regenbögen. So, in der Mitte habe ich auch noch mal mehrere selbstgemachte kleine Schleifchen ihr beigetan. Ach, die verziehen sich manchmal. Da kann man richten. Hier ist zum Beispiel eine Doppelschleife. Ja, die hier mit diesem Band, die sind immer toll. Ja, da sind sie unten, die Abschlussbändel, aber ja, hier habe ich einen Eisstiel, da habe ich ihr ein bisschen Band aufgewickelt, damit sie selbst ja, Schleifchen machen kann. Hier ist Regenbogenkordel. Ja, hier noch so ein Schirmchen, also noch so ein bisschen allerlei reingepackt, gell? Und ja, ich hoffe, sie freut sich darüber. Man muss sie halt ein bisschen fester drücken, gell? Schreibe ich ihr aber noch dabei. Ja, was tue ich ihr noch dabei? Ich habe hier noch eine Karte selbst gemacht. Die finde ich auch wunderschön mit meinen Nuvo Shimmer und Brushos. Den Hintergrund hier, das ausgestanzt. Das hier auf doppelseitigem Klebeband gestempelt und ja, koloriert kann man das nicht nennen. Und ja, finde ich sehr, sehr schön. Jetzt ruft hier gerade mein Freund an. Ach, Mist, ich habe euch auf der Box laufen. Ich habe meine Box habe ich angeschlossen. Oh, ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr mich richtig hört. Ja, auf jeden Fall wollte ich das mal gerne zeigen und kurz abfilmen. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich muss jetzt mal denjenigen zurückrufen, der angerufen hat. Das war übrigens mein Freund, der sagt mir, dass er von der Arbeit nach Hause kommt und ich jetzt kochen soll. Nee, nicht soll, aber ich mache das immer. Ihr Lieben, ich wünsche euch alles Gute. Jetzt habe ich auch noch fünfmal auf die Box getatscht. Oh mein Gott. Ja, macht es gut und wir hören uns. Tschüss.